Es ist Donnerstag, der 9. Juni. Es ist 18.30 Uhr. Zeit für Attraktiv, das Star-Magazin. Mein Name ist Jessica Parker und mir ist wahnsinnig heiß. So wahrhaft facettenreich, wie ich nun mal bin, habe ich euch bislang eine meiner geheimen Leidenschaften noch völlig vorenthalten. Manchmal gehen mit mir nämlich die Pferdestärken durch. Und dann brauche ich den Kick der Geschwindigkeit. Ein Bericht von mir. Das ist sie, meine Honda CBR 600F. Die hat 98 PS und, passt auf, Höchstgeschwindigkeit 260 km/h. Da wird die Matte durchgewirbelt. Ja, da muss man sich die Brüste festschnallen, weil sonst ist alles weg nach so einer Fahrt. Vorne ist was ganz Wichtiges. Hier ist nämlich immer der Schnaps drin. Ja, Benni, also ich muss ja sagen, so eine Maschine, die macht auch unglaublich sexy, oder? Ja! 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 Los! Komm, ab in die. Los, ab ins Nirvana! Wir essen jetzt Spargel! Cool. Ich leite jetzt sehr gerne über zum Promi-Flash. Kindchen, komm mal her. Hi, Papa. Zeig mal schön deine Milchtüten. Hallo. Halt die Möpfe. Scheiße, ich muss niesen. Also wie billig muss man sein? Kommen wir zur goldenen Wochenkralle. Die goldene Wochenkralle geht dieses Mal an das schmutzige Hobby. Da habe ich ja die letzten 3 Monate mein Public-Nutten-Gucken der ProSieben Topmodels veranstaltet. Heute Abend ist das große Finale in der Lanxess Arena. Ich bin sehr gespannt, welche Nuttenpraktikantin den Knebelvertrag annehmen muss. Es war mir dieses Jahr wieder ein besonderes Fest mit euch allen. Ganz besonderer Dank geht natürlich an Nina Queer, Ingo Palmowski und meinen liebsten Barkeeper Angel. Und ich freue mich schon jetzt sehr stark auf nächstes Jahr. So, und nun noch das Wetter für morgen. Wir schalten jetzt wieder live nach Kreuzberg zu meiner Kollegin Jessica Parker. Jessica, kannst du mich hören? Jessica, ist dir eigentlich bewusst, dass du schon bald wieder neben deiner Sachbearbeiterin im Amt sitzen wirst? Die Bewerbungen auf deine Stelle trudeln bereits ein, meine Liebe.
Meine Lieben, ihr könnt euch immer noch für die Wetterstelle bewerben. Alle Infos findet ihr auf meiner Website. Und wir sehen uns nächsten Donnerstag pünktlich um 18.30 Uhr wieder. Naja, und ich gehe jetzt noch ins Rauschgold, schön an Tresen und trink 8 bis 12 Wodka. Prost! Thank you.